Habt ihr euch hier überlegt, wer auf einer türkischen Hochzeit den mit Abstand härtesten Job hat? Es sind die türkischen Trauzeugen, auch Sadıç genannt. Viele schwören tatsächlich danach, das nie wieder machen zu wollen. Doch was sind genau genommen die Aufgaben eines Sadıç? Ein Sadıç ist von morgens bis abends quasi die rechte Hand. Es gibt jeweils einen weiblichen Sadıç und einen männlichen Sadıç. Meist sind es bereits verheiratete Paare aufgrund ihrer Erfahrung. Sie übernehmen sehr viele organisatorische Aufgaben und sorgen dafür, dass alles reibungslos abläuft. Es können sehr viele Standardaufgaben sein, wie den Brautstrauß abholen, der Braut beim Anziehen helfen, beim Friseur bezahlen, Hochzeitsauto fahren und stets die Bedürfnisse zu stillen. Dazu gehören alltägliche Aufgaben wie Make-up auffrischen, mit Taschentüchern den Schweiß abwischen und natürlich den ganzen Stress einer Hochzeit abzudämpfen. Bei den meisten Traditionen einer türkischen Hochzeit wird auch Geld verlangt. Da muss das Sadıç-Paar natürlich auch das Geld bereithalten. Natürlich, wenn das Paar was essen und trinken will, dafür sorgen, dass sie was zum Essen und Trinken haben. Zu all dem wird auch noch erwartet, dass die Sadıç ordentlich tanzen. Alles in allem kostet es dem Sadıç-Paar mehr Energie als dem Brautpaar selbst. Dementsprechend sucht eure Sadıç bitteweise aus und schätzt bitte ihre unglaubliche Leistung. Kommentiert unter diesem Video auch eure eigenen Sadıç, damit die wissen, dass sie geschätzt werden.